Wir stehen hier am Stand einer sehr interessanten holländischen Destillerie und sprechen mit Roy Kruse. Guten Tag, Roy. Danke, dass du bei uns bist. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen und vor allem dann über die Destillerie, wie man sie ausspricht, weil mein Holländisch ist ganz schlecht. Ja, unsere Destillerie, Brennerei, das ist Stokerei Schulte. Ja, die Name ist typisch holländisch, ein alter holländischer Name. Und das ist von unserer ersten Location, wo wir sind angefangen mit das Brennen. Und das war im Bauernhof in Mande. Und die Name von das Bauernhof, das ist Erve Schulte. Wir sind 2015 mit unserer Brennerei naar Goed Massum gegangen. Und da sind wir in ein altes, ehemaliges Kloster. Und da brennen wir. Und ja, wir sind eine kleine Brennerei. Und ich bin angefangen in 2014. So auf diesem Moment 5 Jahre beschäftigt mit das Brennen. Mhm. Aber ich habe alles gelernt von die eigene von die Brennerei. Und das ist Gerard Veldhuis. Und er ist angefangen mit das Brennen. Sehr klein, hobbymäßig. Und er hat es gelernt in Österreich. So, unsere Basis, wo wir mit angefangen sind, ja, das ist Obst, so Apfel und Birnen. Und ja, nachdem ist er auch angefangen mit Malz, weil das Obst ist nicht das ganze Jahr zu verfügen für das Brennen. Mhm. Und ja, mit Malz, wenn man das brennt, ja, dann hat man ein Spirit für Whisky. Und da war eine Idee von, was wir haben. Ja, das wollte ich auf ein Fass weglegen von lokales Eichen, so Twents Eichen. Und das hat er auch getan. Die Fässer sind speziell für uns gemacht. Und wir sind auf diesem Moment die einzige in der Welt, welches unsere Whisky reift auf Fässer von niederländisches Eichen. Okay. Und ihr habt ja, das haben wir schon geschrieben auf Whisky Experts, eure, den Begriff Kraft auf ein ganz neues Niveau gehoben, weil ihr um die Fässer kümmert ihr euch selber, ihr macht den Whisky selber, ihr seid eine sehr kleine Produktion und ein bisschen was sieht man ja hinten auch auf dem Monitor. Kannst du uns was dazu sagen? Ja, was man da sieht, das sind unsere Brennblasen, so da sind wir an das Brennen. Und ja, was wir im Tag produzieren, ja, ich brenne 2 Tage, so ungefähr 30 Liter pro Tag. Und ja, alles was wir tun ist auch mit die Nase. So, ja, es ist nicht, es wird gemacht mit Gefühl. Kommen wir mal zu eurem Whisky, den wir da vor uns stehen haben. Erzähl uns ein bisschen was drüber. Was macht ihn besonders? Wie würdest du ihn vom Geschmack her beschreiben? Was die Whisky besonders macht, ist nur das Twentse Eichen. Mhm. Und auch die Weg von das Brennen. Mhm. Es ist, wir sind sehr pünktlich in das Brennen. So, was im Fass geht, ist sehr schön. Ja, das kann man schon eigentlich trinken. Und das ist unsere Nummer 5. Und die hebben we dieses Jahr in Flasche gedaan voor 3 Wochen. En dat is die 5 in die Serie, van waar we mit angefangen sind. So, nur die Malz auf Twents Eichen. En ja, was man spürt im Charakter, im Geschmack, is ook das Holz, want es sind neue Fässer en dat gibt sehr viel Geschmack ab. Ihr lasst die Fässer, habe ich gehört, auch in Österreich machen, in der Steiermark. Ja, das stimmt, weil die Fässer waren noch nicht da. So, wir kaufen uns eigenes Holz ein und dann haben wir das nächste Problem gehabt. In den Niederlanden hat man keine Fassbinderei mehr. Okay. Und dann haben wir eine Suchtocht gemacht in Europa und so sind wir in die Steiermark gekommen, in Knittelfeld. Da war ein kleines Fassbinderei bereit, um von unserem Holz unsere Fässer zu machen. Also ihr habt, wie du gesagt hast, 30 Liter brennt ihr am Tag, nicht mehr als 30 Liter. Ja. Das heißt, ihr seid sehr streng limitiert, ganz naturgegeben durch die kleine Menge. Man muss wahrscheinlich sehr suchen, dass man euch findet. Aber ihr wollt jetzt auch auf den deutschen Markt kommen und deswegen seid ihr hier. Ja, es ist Deutschland ist bei uns in die Nähe. So, das ist auch die erstfolgende, was man tut, so die Grenze über. Okay. Und es ist ein Geschmack, es ist ein neues Geschmack. Die Leute hier sind sehr überrascht über was sie verkosten, was im Geschmack da ist. Ja, und das macht uns sehr froh. Dann wünsche ich euch viel Erfolg hier in Deutschland mit eurem Produkt und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Messe irgendwann wieder mal wieder treffen. Ja, das soll schön sein. Vielen Dank.